Einen wunderschönen guten Morgen aus San Francisco, aus unserem Hotel. Wir wollten eigentlich alle so ab 7 Uhr, 37? Ja, 37. 37 aufstehen, aber durch den Jetlag waren wir dann alle so ab 5 Uhr irgendwann wach. 5, 6, irgendwie so dann um den Dreh. Heute auf dem Programm Alcatraz. Heute geht's nach Alcatraz und danach noch zu Fisherman's Wharf. Wenn wir noch da rauskommen, ne? Ja, wenn wir dann da rauskommen, dann geht's noch zu Fisherman's Wharf. Das ist, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich so ein Hafen-Touri-Viertel oder wie sagt man? Ja, könnte man so sagen. Da gibt ja alles mögliche, Restaurants. Alcatraz ist ein Hafen. Alcatraz ist ein Hafen-Touri-Viertel und Fisherman's Wharf ist der Knast, ne? Genau. Das ist ein nett. Ja, um 11 haben wir die Fähre. Um 10.30 Uhr. Also um 10.30 Uhr müssen wir dort sein, dann geht's mit der Fähre rüber nach Alcatraz. Dort haben wir eine Rundführung, oder ist das eine Rundführung oder ist das ein freier Aufenthalt? Ich glaube frei, wir kriegen höchstens so einen, ja, für Kopfhörer und so, dass wir das auf Deutsch probieren. Also können wir dann rumrennen und dann einsperren, okay. Ja. Und wenn wir Glück haben, fahren wir da jetzt gleich mit den Cable Cars hin, denn die sind ab heute wieder in Betrieb. Laut der Beschriftung. Scheint da drin, dass die ab dem 22., nee, bis zum 22. gewartet werden und den haben wir doch heute. Ist das heute? Ja, nein, heute. 22 war gestern. Gestern. Aber seit heute sollten sie, wenn wir Glück haben, wieder rollen. Dann können wir damit da hochfahren. Genau. Zum Hafen zumindest. Auch wenn der Hafen unten ist und hoch, das passt ja nicht. Ja, dann haben wir sie aber abgehakt. Ich meine, dann sind wir damit gefahren. Laufplan wollten wir das gestern. Ja, und die Straßen sind enorm steil, wo die Dinger fahren. Das stimmt. Okay, also gleich geht's los. Eigentlich stand jetzt auf dem Plan, mit den Cable Cars zu fahren, aber ja gut, es gilt ja anscheinend das Prinzip gepresst oder gefressen werden, nach dem Motto, der Erste, der reinkommt, der kann mitfahren. Und ja, da waren dann zwei andere vor uns, durften noch mit, wir nicht. War schon zu voll. Jetzt mussten wir eine Umleitung nehmen mit der Straßenbahn, die direkt vorhält. Wir wären dann gerne mit den Cable Cars gefahren, aber naja, auf dem Rückweg gibt es ja auch noch eine Möglichkeit. Und es ist erstaunlich, wie viele Deutsche unterwegs sind, ne? Vorne, wo wir eingestiegen sind, zwei. Vor uns jetzt gerade auch wieder da zwei. Naja. So, nachher, jetzt geht es erstmal rüber nach, zur Fähre und dann geht es rüber in den Knast. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn man sich in diese Schlange da anstellt für die Fähre und an der Ticketkontrolle man rausgeschmissen wird mit der Info, wir sind einfach viel zu früh hier. Toll. Halt euch mal schön an, damit man uns sagt, wir können wieder gehen. Yeah. Schön, dass, hast du das Video? Ich hab's leider nicht auf Band, aber man hat es eventuell gehört, wie da hinten gerade die Flasche explodiert ist. Hast du das geschüttelt? Und das hier sieht nach einem Modell für Alcatraz aus. Das man so komplett drauf hat. Ja. Und da laufen wir gleich rum. Und waren dann hinter Gitter. Juhu. Aber wie lange wir fahren, das weiß jetzt endlich keiner. Und das Problem ist, also wenn man mal so aus dem Meer rausguckt, man sieht da hinten gar nichts an Inseln. Okay, ist jetzt auf der Kamera schlecht, aber... Die würden weiter links liegen. Aber wir beide haben da so schlechte Erfahrungen gemacht, so zum Beispiel Teneriffa. Das muss nicht unbedingt wieder sein. Naja, wir werden es sehen. Also, Alcatraz ist schon eine sehr interessante Gefängnisinsel.
Ich denke mal, ich werde das ein oder andere Bild oder Videomaterial mal einblenden können. Verdammt. Alcatraz an sich ist schon eine sehr interessante Gefängnisinsel mit den ganzen Gefängnissen und so weiter drum und alles drum und dran. Und ich denke mal, die Videos und Bilder, die ich gemacht habe, dass ich die gerade noch einfügen konnte, wenn es gepasst hat. Ansonsten sind wir hier soweit jetzt eigentlich durch, ne? Was wäre der nächste Part? Du meinst mit Alcatraz durch? Mit Alcatraz wären wir soweit dann jetzt durch. Ne? Es geht dann mit der Fähre wieder zurück und dann war Fischer. Cablecast war, ja gut, das war auf dem Rückweg. Ja, jetzt erstmal Fischer mit vor. 5 bis 10 Minuten zu Fuß. Und dann Cablecast. Genau. Nachdem wir jetzt die ein paar Runden noch am Fisherman's Wharf gedreht haben, geht es jetzt mit Dayton, dem Cablecar, wieder zurück nach Hause. Obwohl, fahren wir jetzt eigentlich direkt nach Hause oder fahren wir jetzt zur Endstation und gehen von da wieder zu? Ja, Hotel oder Endstation. Endstation wissen wir nicht. Aber von der Endstation zur Endstation. Die Endstation wäre direkt da unten, da könnten wir direkt noch was einkaufen. Das ist ja noch wie gestern. Ja, einkaufen. Praktisch, ja. Können wir noch mal einkaufen. Ich weiß. Also okay, sagen wir wollen. Okay, wir haben hier nichts, von daher können wir das machen. Okay, jetzt geht's wieder zurück, dann Richtung Einkaufszentrum, von Endstation zur Endstation. Angeblich 40 Minuten. Ich bin gespannt. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Voice of the